Guten Morgen. Die Scooter Gang ist wieder auf dem Weg. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir gehen jetzt zum Frühstück, essen erstmal was und dann geht's ab zum Kilometer Null. Das ist der Plan heute. Werdet ihr dann sehen, was es ist. Bis dann. Es ist Frühstückszeit. Das ist meins. Das sind genau 5 Euro für das Frühstück. 2 Toast, Pancake und ein Eiskaffee. And what do you have? Some. What do I have? Pineapple fried rice and the chicken sandwich and the papaya drink. 1, 2, 3, 4 Euro. Das ist gut. Awesome. Guten Alright. Appetit. Guten Appetit. Bis dann. So, wir müssen jetzt mal eine kurze Pause einlegen, weil mein Scooter Probleme hat. Jetzt warten wir auf den Typen, dass er kommt. Hoffentlich mit dem neuen Scooter. In der Zeit erkunden wir mal ein bisschen den Strand hier. Hi, wow. Na. Just looking. Walking. So, der neue Roller ist am Start. Ist auf jeden Fall ein größeres Ding jetzt. Ja, wir haben mal kurz hier angehalten. Hier gehe ich nächste Woche hin. Hier werde ich die zweite Woche verbringen. Wunderschön. Ja, also genau so habe ich mir vorgestellt. Türkises Wasser, den Helm immer noch auf. Man weiß ja nie. Aber das ist genau sich anzugucken. Dafür ist nächste Woche Zeit. Wir werden jetzt weiterfahren. Wir fahren jetzt nämlich zum nördlichsten Punkt Indonesiens. Unfassbar. Oh, they're all coming. How do you feel at the most northern point in Indonesia? I feel like I'm very glad that I just did not get bitten by a monkey. Aside from that, I still have a little bit of adrenaline. Unfortunately, we don't have that on camera. Yes, well, in the video camera of the eyes. That's true. How do you feel? I feel great. So feel great? I'm glad to be here. Nice feeling. We did it. We explored Indonesia and now we're in the most northern point. It's great. Hold on, I go back a little bit. So sieht es jetzt hier aus, während Ramadan, alles geschlossen. Reminds me a little bit of COVID. Yeah. Ramadan plus COVID. Yeah. Aber Kilometer Zero, wir waren dabei. Wir sind jetzt hier zu so einem Secret Beach. Also hier liegt überall Müll rum. Das ist leider die Realität. Aber ja, ich springe ein bisschen auf den Stein rum, ein bisschen Spaß. Und dann werden wir bestimmt noch gleich weiterziehen. Gucken. Einfach immer mal irgendwo anhalten. Wir haben halt irgendwo einfach neben der Straße angehalten und sind einfach hier runter geklettert den Weg. Mr. Krabs ist auch hier. So, we're in the middle of nowhere.
Ich bin nicht tief genug, um hier reinzuspringen. Von zu weit oben, aber kleiner Sprung geht immer. Thank you. So, ich habe jetzt hier eine ganze Menge geskippt von dem Tag, also beziehungsweise vom Ende, aber könnte ich wieder denken, was wir gemacht haben. Wir sind halt wieder zu so einem Iftar-Markt da gegangen, also wo die ihre Snacks und ihr ganzes Essen und so verkaufen, haben da wieder fett, waren da wieder fett einkaufen, haben was ähnliches gegessen wie die letzten Tage, deswegen habe ich es jetzt nicht gezeigt. Haben es aufgegessen, haben jetzt einfach nur noch, keine Ahnung, 2 Stunden einfach nur gequatscht. Ich will mich jetzt wieder an den Videoschnitt ransetzen. Und dann geht's wieder ins Bett. Morgen geht's nämlich wieder weiter. Viel zu erleben hier, ja. Und es ist auch sehr anstrengend in der Sonne, deswegen auch ein bisschen Schlaf kriegen, wie immer. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis morgen. Ciao.